Hallo, meine Lieben. Das, was jetzt kommt, wird etwas ganz Besonderes und sehr Spezielles sein. Es kann sein, dass es an manchen Stellen, vor allem am Anfang, etwas verwirrend sein wird und dass nicht ganz klar ist, wohin das geht, was jetzt kommt. Aber wenn ihr in eurem Herzen Menschen seid, die die Wahrheit lieben, die Ehrlichkeit lieben und sich wünschen, dass unsere Welt ein besserer Ort wird, ja dann solltet ihr euch das, was jetzt kommt, unbedingt anhören, und zwar bis zum Ende. Am liebsten würde ich daraus eine Netflix-Serie machen und mir die Musik und die Schauplätze dazu frei aussuchen. Wie so eine Serie aussehen müsste, ist eigentlich schon sehr gut in meinem Kopf festgehalten. Aber leider habe ich nicht diese Mittel für diese Art von Film. Aber wer weiß an dieser Stelle, zu was Realität am Ende wirklich fähig ist. Da vielleicht der ein oder andere nicht weiß, was ihn an dieser Stelle erwarten könnte, da es ja auch eine Art Serie ist und ob es wirklich etwas für einen selbst ist, hier ein kleiner Einblick, was euch nun erwarten wird und für wen dieser Inhalt, den ich gleich anfange auszurollen, ganz besonders gedacht ist. Dieser Inhalt ist für alle, die sich in ihrem Leben manchmal einsam und verzweifelt fühlen. Für alle, die in ihrem Leben etwas Schlimmes durchgemacht haben. Für alle, die in ihrem Leben schon einmal enttäuscht wurden. Für alle, die an so etwas wie Hoffnung glauben. Für alle, die, wie schon gesagt, Wahrheit, aber auch Liebe wirklich schätzen. Für alle, die glauben, dass es einen Gott gibt, aber auch für jene, die glauben, dass es ihn nicht gibt. Für alle, die glauben, dass es da draußen noch so etwas wie ein anderes und besseres Leben gibt. Für alle, die glauben, dass unsere Geschichte nicht immer so ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Und für alle, die keine Angst mehr haben, davonzulaufen. Mögt ihr Filme und Geschichten? Ich verspreche euch hier und jetzt, dies wird eine Geschichte, die viele Elemente aus verschiedenen Filmen und Geschichten beinhalten wird. Das heißt von Science-Fiction wie Matrix oder von Fantasy wie Doctor Strange, aber auch von ernsterer Literatur, die nach wahren Begebenheiten geschrieben wurde, wie Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Allerdings ist es diesmal etwas anders, denn gerade was die Science-Fiction-Elemente oder die Fantasy-Elemente angeht, so geht es diesmal um die Realität. Und manch einen ist nicht immer klar, dass Realität sich manchmal wie ein Film anfühlt. Daher vielleicht der Spruch, viele Menschen schieben ihren eigenen Film. Wie kann Fantasy zur Realität werden, fragt ihr euch vielleicht jetzt. Manchmal ist das so, dass man die Perspektive nur leicht verschieben muss, damit so etwas wie Verstehen stattfinden kann. Wenn du also jemand bist, der glaubt, dass Realität einen sehr guten und köstlichen Geschmack hat, dann komm mit mir essen und ich zeige dir, wie Realität wirklich schmeckt. Die Quittung gibt es normalerweise immer am Ende vom Essen, aber ihr werdet vielleicht erst am Ende erkennen, dass die Quittung bereits das ist, was hier stattfindet und dass die Quittung das ist, was wir hier essen werden. Wenn wir allerdings die Quittung essen, wer bezahlt sie dann? Richtig erkannt. Es geht nicht darum, etwas zu bezahlen. Es geht darum, etwas zu lernen und darum, etwas zu verändern. Und dies ist besonders ein Wunsch, den ich mir schon immer gewünscht habe. Und diesmal setze ich ihn in die Tat um. Und alles beginnt hier und jetzt. Denn die Zeit ist jetzt reif. Zu einem guten Essen gehört natürlich auch etwas zu trinken. Darum brauche ich nun, also den Moment, wo ich diesen Teil geschrieben habe und in Form gebracht habe, Wasser. Ich mag Wasser nicht besonders. Ich habe mir schon einiges in mein Leben reingeballert
und ich frage mich, warum ich noch nicht tot bin und wundere mich, wie mein Körper all das Zeug, was ich bereits mir selbst zugefügt habe, überhaupt imstande ist, auszuhalten. Manch andere hätte vielleicht schon das Zeitliche gesegnet, aber manchmal fühlt es sich so an, als soll alles genauso sein, wie es sein soll. Merkwürdig, wenn ich so darüber nachdenke. Doch warum Wasser? Wenn es etwas ist, das mir nicht schmeckt? Wasser ist einfach klar und manchmal fühlt es sich etwas geschmacklos an. Aber wenn man etwas achtsam ist und genau fühlt, nach was das Wasser eigentlich alles schmeckt, dann fühlt es sich ein wenig so an wie, naja, die Realität. Schmeckt so etwa Realität? Man könnte sagen, es hat vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit, aber ganz so einfach ist das nicht. Ich finde nicht, dass Wasser geschmacklos ist. Es kann nämlich auch richtig gut schmecken. Man kann Wasser in verschiedenen Situationen trinken, aber obwohl der Geschmack immer gleich sein sollte, fühlt es sich je nach Situation manchmal ganz anders an. Zumindest ist es die subjektive Sicht, die ich aus den eigenen Erfahrungen gewonnen habe. Da Wasser einfach so klar ist, eignet es sich am besten für das Vorhaben, was ich vorhabe. Denn es geht ja um Wahrheit und Ehrlichkeit. Und dafür braucht man einen klaren Kopf. Darum denke ich, eignet sich Wasser dazu am besten. Doch nun lasst uns beginnen. Eine Geschichte nach wahren Begebenheiten. Es war mitten im Sommer. Es war das Jahr 1983. Draußen gab es Gewitter. Blitze zuckten am Himmel hin und her. Ein Unwetter bahnte sich an. Für manche Menschen war es ein Tag wie jeder andere, aber dieser Tag war nicht wie jeder andere. Im Himmel donnerte es unaufhörlich. Es war, als versuche der Donner zu sprechen. Man fühlte die Bedrohlichkeit im Himmel, aber für viele Menschen schien es einfach nur ein normales Gewitter zu sein. Und überhaupt, warum sollte der Donner reden? Das ist doch völlig absurd. Der Himmel versuchte es nochmal und es gab einen Donner nach dem anderen. Doch es war zwecklos. Niemand verstand, was der Donner sagte. Es war einfach nur ein ganz normales Gewitter. Oder sollte es ein Geheimnis sein, was der Donner sprach? Szenenwechsel. Man stelle sich nun bitte eine animierte Szene vor. Ein Trickfilm. Stellt euch diese Szene so bildlich und so bunt wie möglich vor. Vielleicht wie eine Szene aus Asterix. Ich hoffe, ihr kennt diesen französischen Comic. Ansonsten lasst eure Fantasie freien Lauf. Wichtig ist nur, dass in euren Kopf nun ein Comic zu sehen ist, der sich bewegt. Wir sehen in der Ferne einen Haufen verschiedener Menschen. Doch was machen sie da? Sie prügeln miteinander. Sie schlagen sich. Was ist passiert? Warum dieser Streit? Warum schlagen sich diese Menschen die Köpfe ein? Eine Rauchwolke stieg vom Boden auf und alle scheinen wie im Wahn miteinander zu kämpfen. Das ist doch verrückt! Welchen Grund sollte es dafür geben? Wie es meistens so ist, gehen bestimmte Ereignisse immer eine Vorgeschichte voraus. Doch wir kommen in die Szene und verstehen die Vorgeschichte nicht, denn sie fehlt uns. Denn wir sind erst jetzt dazu gekommen. Doch was wir jetzt machen können, wir können als Beobachter einfach erstmal weiter beobachten und schauen, was passiert. Im nächsten Moment kommt aus der Ferne weit ab von den Menschen, die sich gerade die Köpfe einschlagen, ein Kind. Das Kind wundert sich genauso über diese Szene, wie wir uns wundern und bleibt stehen. Nun schreit das Kind. Sag mal, seid ihr alle wahnsinnig? Für einen Augenblick halten alle anderen inne und lassen voneinander ab. Vereinzelt hat jemand den anderen noch am Kragen oder hält die Faust mitten in der Luft an. Es fühlt sich vielleicht an wie 5 Sekunden Frieden und dann plötzlich, von einer Sekunde auf die anderen, machen die Menschen weiter und schlagen sich weiter die Köpfe ein, als wäre nichts gewesen. Die Rauchwolke stieg wieder in die Luft
und sie wurde so dicht, dass sowohl die Menschen als auch das Kind nicht mehr zu sehen waren. Und im nächsten Augenblick verschwand die ganze Welt. Und dann wurde es dunkel. Sehr dunkel. Das Einzige, was blieb, war ein kleiner Punkt. Es war der kleinste, weißeste Punkt, den man sich nur vorstellen kann. Gottfried Keller sagte einmal, es sind die kleinen Dinge, die die Welt vergrößern. Und damit ist gemeint, kleine Dinge können zu großen Veränderungen führen. Vielleicht denkt der ein oder andere dabei auch an Albert Einstein, denn er hat bewiesen, dass aus der winzigen Masse gemäß der Formel E ist gleich mc² eine immense Energiemenge entstehen kann. Wir haben also einen Beweis. Und darum möchte ich euch hiermit etwas ganz klar verdeutlichen, das man nie vergessen sollte. Man kann mit solchen kleinen Dingen nicht nur eine Atombombe erschaffen und zerstören, sondern man kann mit diesem selben Prinzip auch etwas erschaffen, etwas ganz Großes. Wenn wir ein Kunstwerk erschaffen und wir dieses Kunstwerk komprimieren und es dann hochgehen lassen, dann werden wir nicht zerstören, sondern wir werden etwas erschaffen. Eine Atombombe, die nicht zerstört, sondern etwas erschafft. Könnt ihr euch das vorstellen? Für dieses Kunstwerk brauchen wir aber auch etwas Fantasie. Was aber nicht heißen muss, dass wir nicht auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Aber wir brauchen Fantasie und wir brauchen Glauben. Glauben geht am einfachsten, wenn man Dinge bereits bewiesen hat. Und das hat Einstein. Deswegen glaubt mit mir gemeinsam an dieser Stelle, dass dies möglich ist. Und dass ihr gerade jetzt mit diesem Kunstwerk in Berührung kommt und es gerade jetzt dabei ist zu explodieren. Wie schon gesagt, wir brauchen auch etwas Fantasie dazu. Und auch hier sagte Einstein, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Wir werden jetzt Fantasie und Wissen zusammen benutzen, aber eben ganz ohne eure Fantasie wird das hier auch nicht funktionieren und darum denken wir uns nun zurück in die Trickfilmszene. Wir sehen immer noch die Dunkelheit und den kleinen winzigen weißen Punkt. Wir kommen näher und der weiße kleine Punkt wird größer und größer. Plötzlich befinden wir uns in der gleichen Szene wie vorhin. Menschen streiten sich, sie kämpfen miteinander und schlagen sich die Köpfe ein. Es wirkt wie ein Déjà-vu. So ist das manchmal auch mit der Realität. Manchmal wirkt vieles wie ein Déjà-vu. Doch schauen wir uns das Ganze nochmal an und finden raus, ob es sich hier wirklich um ein Déjà-vu handelt. Anscheinend ist alles exakt gleich. Und auch da im Hintergrund kommt wieder das Kind. Und ein weiteres Mal schreit es, sag mal, seid ihr alle wahnsinnig? Und wieder halten alle inne und lassen voneinander ab. Vereinzelt hat jemand den anderen noch am Kragen und hält die Faust mitten in der Luft an. Es fühlt sich vielleicht an, wie 5 Sekunden Frieden und dann plötzlich, komisch. Was ist jetzt passiert? Was ist nun anders? Es scheint so, als hören tatsächlich alle Beteiligten auf, sich die Köpfe einzuschlagen. Sehr merkwürdig. Wir sehen, wie das Kind anfängt zu lächeln und nun spricht es leise. Und fängt an zu weinen vor Freude. Geht doch! Endlich! Die Menschen geben sich nun die Hand. Es ist, als wären sie aus einem tiefen Schlaf erwacht. Als wussten sie die ganze Zeit nicht, was sie da eigentlich taten. Szenenwechsel. Wir befinden uns wieder zurück in der Realität. Draußen in der Nacht donnerte es immer noch
Und der Himmel weiß nicht, wie er zu den Menschen sprechen kann und was er tun kann, damit die Menschen nicht nur den Donner hören, sondern das, was der Donner zu sagen hat. Jetzt reicht es. Es ist genug. Es muss aufhören. Und das Geheimnis, was der Donner sagte, soll nicht länger ein Geheimnis sein. Von einem Moment auf den nächsten zog sich ein Blitz mit dem geringsten Widerstand einen Weg durch den Himmel und traf den Boden. Es gab einen riesen Knall. In einem Krankenhaus in der Nähe gab es einen Schrei. Oder waren es Schreie? Was war das? Ein Kind wurde geboren. Doch was niemand wusste, dem Kind ist das Herz gebrochen. Bei genauerer Betrachtung scheint gesundheitlich alles in Ordnung zu sein. Die Organe sind in bester Verfassung und die Ärzte konnten nicht feststellen, dass irgendwas nicht stimmt. Tatsächlich war das gebrochene Herz nicht äußerlich, sondern innerlich. Doch niemand hätte an dieser Stelle verstehen können, warum dies so war. Es schien so, als wäre dieses Kind ein einfaches, normales Kind, geboren in einer Gewitternacht im Jahre 1983 in Dresden. Unschuldig und in bester Gesundheit. Doch die Menschen wussten nicht, dass dieses Kind, obwohl es erst geboren wurde, bereits eine Vorgeschichte hatte. Und dass all dies dazu führte, dass dieses Herz von diesem Kind bereits schon gebrochen auf die Welt gekommen ist. Man sollte nie vergessen, dass manche Dinge ihren Ursprung haben, weit bevor andere Dinge passieren. Wir können so tun, als ist das halt so. Oder aber wir können es annehmen und etwas daraus lernen. Und erst dann wird auch solch ein gebrochenes Herz vielleicht irgendwann auch mal der Vergangenheit angehören. Dieses Kind mit den gebrochenen Herzen trägt den Namen Henry. Das bin ich. Szenenwechsel. 25.03.1932. Jedersdorf, Kreis Greifenhagen, Pommern. Wie soll das Kind heißen? Fragte jemand, und die Antwort, die folgte, war Günther. Wieder mal befinden wir uns in einem Krankenhaus. Doch diesmal im Jahre 1932. Und auch in diesem Krankenhaus ist gerade ein Kind zur Welt gekommen, mit dem Namen Günther. Günther hatte eine Familie, die in einem kleinen Mietshaus wohnte, bestehend aus Vater, Mutter, einem älteren Halbbruder, einer ältere Schwester und eine treue Schäferhündin. Sein Vater Martin arbeitete selbstständig als Schuhmacher und seine Mutter Martha half nach Bedarf beim Bauern oder ging ähnliche Tätigkeiten nach. Die Zeit war rau, aber es war die Realität und niemand wusste an diesem Tag, was vor der Tür steht und dass die Jahre 1939 bis 1945 die Welt für immer bis ins Rückenmark erschüttern sollten. Bis hin zu einem großen Knall und das gleich zweimal. Nämlich einmal am 6. August 1945 und einmal am 9. August 1945. An diesen Tagen sollte man meinen, dass die Menschen ihre Grenzen erreicht haben. So eine Atombombe ist schon etwas, das eben das Potenzial besitzt, die Menschheit wachzurütteln. Aber sie zeigt auch, zu welch Leid und Zerstörung der Mensch fähig ist. Wie kaputt doch unsere Welt ist. Für Günther waren es noch 7 Jahre Zeit, bis das wirkliche Grauen seinen Anfang nehmen sollte. Und auch Familienangehörige in Stalingrad ihr Leben lassen sollten. Oder sollte ich besser sagen, dass es sich um Folgen handelte? Denn alles in unserem Leben hat Folgen und Konsequenzen. Doch den meisten ist das nicht bewusst. Doch wäre es gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Ganz sicher
waren das keine Folgen oder Konsequenzen, die aus Günther seinem Leben resultierten, sondern es waren die Folgen und Konsequenzen, die aus dem Tun und Handeln anderer Menschen folgten, besonders jene Menschen, die nicht über Probleme reden und nicht zuhören wollen. Jene Menschen, die Probleme zur Seite schieben und meinen, es gehe sie nichts an. Jene Menschen, die meinen, man müsse nur beten und alle Probleme lösen sich in Luft auf. Oder jene Menschen, die meinen, man könne Probleme nur mit Gewalt lösen. Am schlimmsten sind aber jene Menschen, die meinen, man könnte mit Lügen und Unwahrheiten Probleme lösen. Denn oft verstehen ausgerechnet diese Menschen nicht, dass dies das größte Problem unserer Welt überhaupt ist und dass Lügen und Unwahrheiten zu noch mehr Leid führen. Wann lernt der Mensch das endlich? Mit der Realität ist es aber so. Ihr ist das egal. Sie ist einfach nur das, was sie ist. Nämlich wahr. Und die Realität kann etwas besonders gut. Sie hat die Fähigkeit, ein Spiegel zu sein. Aber ein Spiegel, der nicht nur einen selbst spiegelt, sondern ein Spiegel, der alles beinhaltet. Und darum ist die Realität nicht mit einem Spiegel zu vergleichen wie im Badezimmer oder eine einfache Spiegelung im Wasser, sondern es ist der Spiegel der Wahrheit. Und diese Wahrheit hat einen Geschmack. Und diesen Geschmack, den kann man schmecken. Als Günther etwas älter wurde, hat er mit dem kleinen Jungen der treuen Schäferhündin aus demselben Napf gefuttert. Schmeckt so etwa Realität? Mit 3 ist er mit einem kleinen Handwagen davongelaufen. Vater und Mutter hängten ab und zu eine Weihnachtsmannlarve an die Tür. Also eine Maskerade oder Maske, die einen Weihnachtsmann darstellt. Diese Kleinigkeit entfachte in Günther etwas Angst. Und so war er nach eigener Aussage ein braves Kind. Die Großeltern waren alt geworden und wollten, dass die Familie von Günther bei ihnen wohnt. Und so zog die ganze Familie von Günther 1934 nach Wildenbruch zu den Großeltern. Und auch hier arbeitete der Vater von Günther weiter selbstständig als Schuhmacher. An viel kann sich Günther aus dieser Zeit nicht mehr erinnern, außer dass sein Vater schon ein Motorrad hatte. Eine 350er NSU mit rotem Tank. Die stand meistens in einem Bretterschuppen nahe am Haus. In dieser Zeit ging Günther dann auch in den Kindergarten, welcher nah am Großelternhaus war. Leider kam es zu Familienstreitigkeiten, die dazu führten, dass sich Günthers Eltern von den Großeltern trennten. Eine Trennung für immer. Die Realität zeigte ihre Spiegelung und offenbart damit, dass etwas in dieser Welt nicht in Ordnung ist. Ab da an wohnte die Familie von Günther in einem anderen Miethaus mit weiteren Mietern. Es war bereits das Jahr 1935. An der Schöne wuchs Wein. Und Günthers älterer Bruder, Ernst, der zu dieser Zeit 11 Jahre war, gab Günther reichlich von den Beeren. Das Ergebnis war, dass Günther eine Blinddarmentzündung bekommen hat und sehr hohes und kritisches Fieber. Ein Arzt kam aus der 8 Kilometer entfernten Nachbarschaft und stellte die Blinddarmentzündung beim 3-jährigen kleinen Günther fest. Günther musste sofort ins Krankenhaus, nach Königsberg, Neumark, das 18 Kilometer entfernt war. Das Problem war nur, dass es im Ort nur ganze 3 Autos gab. So sind die Eltern zu Herrn Lehrer Engel gegangen, denn er hatte eines dieser Autos und baten ihn dann, den kleinen Günther ins Krankenhaus zu fahren und das mitten in der Nacht. Bei schlechtem Wetter, Regen und Sturm.
Man könnte sagen, dieses Leben spielt eine wichtige Rolle. Deshalb kann man vielleicht die Dramatik hinter dem Wetter fast greifen. Als würde der Himmel mitfiebern, wie wichtig dieses Leben ist. Und dass dieser kleine Junge unbedingt leben muss. Warum dieses Leben so wichtig ist, auf diese Frage wird diese Geschichte noch selbst eine Antwort geben. Leider hatte das schlechte Wetter auch zur Folge, dass der kürzeste Weg, nämlich die unbefestigten Straßen zwischen Wildenbruch und Tennsdorf, unbefahrbar wurden. Wie sagt man aber immer so schön? Es gibt immer einen Weg. Das ist keine Glaubenssache. Das ist das, was die Realität einen lehrt. Und ich werde das an gegebener Stelle noch etwas verdeutlichen. So ging es auf Umwegen nach Königsberg zum Krankenhaus. Und Günthers Vater fuhr mit dem Motorrad hinterher. Der Regen im Gesicht und kaum Sicht. Die Tragödie konnte man in diesem Moment förmlich spüren. Leben und Tod. So nah beieinander. Ein Wettlauf mit der Zeit. Die Zeit ist aber im wahrsten Sinne relativ. Diese Erfahrung konnte ich, Henry, selbst sammeln. Mir wurde Zeit gegeben, mir wurde Zeit gestreckt, mir wurde Zeit genommen, mir wurde Zeit geteilt. Die Zeit wurde mir mittlerweile in allen erdenklichen Facetten gezeigt. Und irgendjemand scheint es gut mit mir zu meinen, denn sonst könnte ich Zeit nicht so erleben, wie ich sie erlebt habe. Bei all dem habe ich gelernt, dass Zeit in erster Linie geborgt ist. Sie gehört uns nicht. Für manche ist Zeit eine Illusion. Und manche sagen, es gibt keine Zeit. Aber Zeit ist so viel mehr und vor allem hat sie einen Sinn. Wenn wir also Zeit bekommen, dann hat das auch einen Sinn. Und wer nicht weiß, was Zeit ist, Zeit sind die kleinsten Ebenen der Realität. Und wenn diese Ebenen anfangen, sich zu bewegen, das ist Zeit. Und ohne Zeit existiert niemand von uns. Wenn also Zeit den Sinn hat, dass etwas existieren kann, dann sollten wir unsere Existenz nicht leichtfertig als sinnlos betrachten. Es mag vielleicht manchmal so sein, als wissen wir nicht, was unser Sinn des Lebens ist, aber nur weil wir über den Sinn des Lebens nicht Bescheid wissen, bedeutet es eben nicht, dass es diesen Sinn nicht gibt. Diese Erkenntnis hat bei mir fast 40 Jahre gebraucht. Wer also Zeit geschenkt bekommt, der bekommt sie nicht ohne Grund geschenkt. So ist das auch bei Günther. Denn Günther hat weitere Zeit auf dieser Erde geschenkt bekommen, denn seine Aufgabe war noch nicht erfüllt. Geholfen hat dabei Herr Engel, der Lebensretter, aber auch der Chefarzt Dr. Lonitzer, denn der Blinddarm soll schon geplatzt sein und Dr. Lonitzer hat sofort operiert. Wären auch nur Kleinigkeiten anders gelaufen. Es wäre nicht so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Wieder zeigt die Realität die Spiegelung. Doch diesmal fühlt es sich anders an. Und doch ist es dieselbe Realität. Vater Martin und Mutter Martha besuchten Günther so oft es ging. Sie fuhren mit dem Motorrad zum Krankenhaus und schauten immer mal wieder durch den Türspalt, um dem Treiben am Bett zuzuschauen. Eines Tages erkannte der kleine Günther vom Bett aus mit Blick aus dem Fenster das Motorrad von seinem Vater. Und sofort ließ Günther die Ärzte wissen, dass er Mama und Papa sehen will. Es gab viele Tränen und ein schönes Wiedersehen. Nachdem die Familie wieder zu Hause war, gab es Kuchen, Luftballons, Bonbons und natürlich durfte auch Musik nicht fehlen. Das Laufen fiel Günther noch schwer, aber er wurde gesund und die Zeit verging. Und auch Weihnachten stand bald vor der Tür. Ja, gar mit Weihnachtsmann. Aber der machte Günther langsam Angst. Und so klammerte er sich an Mutter und rief, »Papa, schieß ihn tot!« Na, zum Glück ist der Weihnachtsmann nicht real. Hätte man das kleinen Günther vielleicht früher gesagt und dass man keine Angst davor haben braucht, wer weiß,
welch wundersame Wege man dann eingeschlagen hätte, wenn man es mit etwas mehr Wahrheit probiert hätte. Die Aufforderung, jemand tot zu schießen, wäre wohl an dieser Stelle nicht gefallen. Günther und seine Familie lebten nicht mehr lange in diesem Haus und der Vater kaufte sich ein unbewohntes Haus von einem Fleischermeister. An diesem Haus musste noch viel getan werden, aber der Vater von Günther war ein sehr fleißiger und vielseitiger Mensch. Fleißigkeit und Vielseitigkeit, das sind sehr vorbildliche Werte und Werte, die es sich lohnen, seinen Kindern weiterzugeben. Ob Klein Günther das schon wusste, wie wertvoll diese Werte sind? Wasser musste die Familie von Günther erstmal vom Nachbarhof holen. Dort wohnte eine alte Frau, genannt Judenhannchen. Dies war eine sehr freundliche alte Dame und Günther war mit seiner 4 Jahre älteren Schwester Ilse mehrmals dort, um Kekse zu naschen, die man im Volksmund auch Judenmatzer nannte, also ein dünner Brotfladen, der von religiösen und traditionsverbundenen Juden meist während des Pessach gegessen wird. Es handelt sich um ungesäuertes Brot, das eine wichtige Rolle in der jüdischen Tradition spielt. Oh weh, oh weh, welch Schicksal folgt, besonders für die jüdische Welt. Ein Zusammenspiel, das verflochten ist, aus tiefer Vergangenheit, Glauben, Unverständnis und der Ignoranz der Menschen, die nicht verstehen, dass Leid zu noch mehr Leid führt. Doch oft ist es so, dass Menschen, die später kommen, überhaupt nicht den Überblick über diese ganzen Konstrukte haben, geschweige denn noch wissen, wo die Ursachen und der Ursprung von allen liegen. Zu schwierig ist es geworden, über alle Details nachzudenken. Zu schwierig geworden, sich über alles den Kopf zu zerbrechen und den Überblick zu behalten. Zu schwierig geworden, sich für die Probleme Zeit zu nehmen und wenn es doch nur die eigenen sind. Die Welt ist schnell geworden und sie wird schneller und schneller und sie wird auch nicht kleiner, sie wird größer. Darum ist es umso wichtiger, dass wir die Probleme nicht mit in die Zukunft nehmen oder an unsere Nachkommen weitergeben, sondern die Probleme aufarbeiten. Was es braucht, ist eine Aufarbeitung, aber eine ehrliche Aufarbeitung. Eine Aufarbeitung, wo man bereit ist, der Realität ins Auge zu sehen. Eine Aufarbeitung, wo nur Wahrheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit Platz haben. Und eine Aufarbeitung, die dafür sorgt, dass Menschen davon hören, dass Menschen bei dieser Sache zuhören, dass Menschen daraus lernen und dass Menschen ihren Nachkommen entsprechende Werte weitergeben, damit sich nicht ständig dieselben Fehler wiederholen. Wer weiß, vielleicht ist das hier so etwas. Das ist zumindest ein Anfang. Menschen, die anderen etwas Gutes wollen und die eigentlich tief im Herzen lieb und nett sind, sollten nicht für Fehler anderer bestraft werden. Und jene, die nur mit Gewalt strafen und angeblicher Gerechtigkeit, sollten sich vielleicht mal überlegen, ob sie nicht selbst der Grund dafür sind, dass dieses Leid kein Ende nimmt. Dass so etwas wie ein Teufelskreis besteht, der sich dreht und dreht und dreht. Was können wir tun, damit diese Welt ein besserer Ort wird für alle und nicht ein noch schlechterer? Eine Atombombe vielleicht? Mal ganz sicher keine, die genau das Gegenteil macht, nämlich zerstören. Denn das sorgt nicht dafür, dass etwas besser wird. Es sorgt genau dafür, wozu es gedacht war, nämlich Zerstörung. Eine bessere Welt schafft man durch Miteinander, Aufbau, Schöpfung, Liebe, Harmonie, Wahrheit und Ehrlichkeit. Und nicht durch Zerstörung, Hass, Konflikte, Lügen
und Unehrlichkeit. Mit einem Teufel im Kreislauf funktioniert das ganze Vorhaben einer besseren Welt auf jeden Fall nicht. Mir ist aber durchaus bewusst, dass diesen Teil zumindest an dieser Stelle nicht alle verstehen werden. Aber am Ende dieser Geschichte wird man vielleicht auch diesen Teil etwas besser verstehen. Recht bald hat der Vater von Günther nahe dem eigenen Haus einen Brunnen ausgeschachtet. Es wurden Ringe eingelassen und Freunde des Vaters haben bei diesem Vorhaben geholfen. Nun endlich hatte die Familie von Günther selbst eine Pumpe. Meistens arbeitete sein Vater bis spät abends in seiner Werkstatt. Er fertigte unter anderem Stiefel für Waldarbeiter an. Und ab und an saßen bei ihm junge Männer aus dem Dorf und erzählten etwas. Trotz der Bemühungen seines Vaters war letztendlich für zwei Schuhmacher nicht genug Arbeit im Dorf und so versuchte sein Vater mit Zeitungszustellungen und Austragen noch zusätzlich Geld zu verdienen. Er fuhr jeden Tag früh mit dem Motorrad bis nach Greifenhagen, ca. 35 Kilometer, und brachte Zeitungen zu den Sammelstellen in den Dörfern. 1938 versuchte Günthers Vater kurzzeitig in Zeesen bei Königs Wusterhausen Arbeit zu finden und hat dort vor ein paar Wochen Kohlen geschleppt, bis er dann bei einer Straßenbaufirma in Greifenhagen Arbeit als Rammer gefunden hat. Ab und zu reparierte er noch nebenbei für Bekannte und Familie Schuhe und dann stand da noch ein Ausbau des Zimmers auf den Boden an und viele andere Kleinigkeiten im und rund um das Haus. Es stand viel Arbeit an und es ist wirklich wundersam, wie Vater Martin all das gepackt hat. Günther war mittlerweile 6 Jahre alt und er hatte inzwischen einen Freundeskreis in der Nachbarschaft gefunden. An dieser Stelle fühlte es sich für Günther wie eine sehr schöne, unbeschwerte Kindheit an und das, obwohl er nicht viel Spielzeug hatte. Aber er konnte mit seinen Freunden auch auf einem Gehöft mit großem Garten gut spielen. Günther hatte eine sehr gute Truppe Freunde. Die Kinder vom Kiez, könnte man sagen. Manche von ihnen hatten echt tolles Spielzeug. Zum Beispiel eine Dampfmaschine oder ein Stabilbaukasten, also ein Baukasten, mit dem aus unterschiedlichen vorgefertigten Metallteilen Modelle montiert werden können. Davon konnte Günther nur träumen. Gern ging Klein Günther mit seinen Jungs zum Holzplatz beim Sägewerk. Da durften sie sich Lattenabfälle raussuchen und später hat Günther mit einem Küchenmesser zu Hause daraus etwas geschnitzt, unter anderem Säbel, Pistolen, kleine Flugzeuge oder Schiffe aus Borke. In dieser Zeit lernte er auch Radfahren auf einem 28er Damenrad, denn es war das Fahrrad seiner Schwester Ilse. So gab es auch ab und zu Ärger, wenn er heimlich das Rad von seiner Schwester nahm. Schwimmen lernte er auf einem Brett im Langensee und ansonsten waren noch Fußballspielen, Höhlenbauen im Garten und Angeln angesagt. Da die Familie entzweit war, hatte Günther leider keine Großeltern mehr, die er hätte besuchen können und so hat er sie auch nie mehr in seinem Leben richtig kennengelernt. Auch wenn es so wirkt, als könnte man Dinge nicht mehr reparieren, die kaputt sind, so ist die Ironie an der Geschichte, dass ausgerechnet Martin, der Vater von Günther, doch Dinge repariert, die kaputt sind. Zwar mögen Schuhe und Beziehungen zwischen Menschen was völlig anderes sein, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und zum Glück braucht man für einige Wege keine Schuhe, um sie zu gehen. Nun war auch der Schulbeginn von Günther. Nichts ahnend, dass seine eigentliche Schule schon viel früher begonnen hat, nämlich die Schule des Lebens. Doch dieser Schulbeginn im Jahre 1938 startete vor der Haustür mit Schultüte, Schülermütze und Kniestrümpfe. Die Schule hatte nur 3 Klassenräume. Und das bedeutet, bei 8 Klassen waren immer mehrere Klassen in einem Raum. Heute kaum vorzustellen, aber so war es damals. Günthers erster Lehrer war ein sehr strenger Lehrer und so begann die 1. bis 2. Klasse. Ab der 3. Klasse hatte Günther seinen Lieblingslehrer und Günther war bei diesen ein guter Schüler.
Vater Martin arbeitete seit 1940 als Schachtmeister im Hetrierwerk. Er sollte mehrmals Soldat werden. Es wurde jedoch immer wieder von seiner Arbeitsstelle reklamiert, dass man Martin brauche. Mittlerweile macht sich der Zweite Weltkrieg auch im Leben von Günther immer mehr bemerkbar, der 1939 seinen Anfang nahm. Ein Sturm zieht auf. Fortsetzung folgt. Ja, meine Lieben, das war der erste Teil dieser sehr speziellen Serie und der Anfang von dem, was hier demnächst alles aufgerollt werden soll. Und ich kann euch versprechen, es wird noch sehr, sehr heftig werden. Ja, das wird es. Manche kaufen sich ein Buch, wie zum Beispiel Die Kinder vom Bahnhof Zoo, aber ihr dürft die Geschichte hier völlig umsonst hören. Ich hoffe, ihr freut euch auf diesen nächsten Teil, denn noch ist diese sehr komplexe Geschichte nicht zu Ende erzählt und sie beinhaltet auch ein Geschenk an euch. Aber wie das eben mit Geschenken so ist, ja, muss man sie eben erst auspacken. Da es sich hier tatsächlich um einen Inhalt für ein Buch handelt, würde es aber bei dieser Serie weniger Bildmaterial als sonst geben, da ich leider versuchen muss, die Zeit entsprechend besser einzuteilen, damit dieses Vorhaben so gelingt, wie ich es mir vorstelle. Gerne freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo, besonders dann, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht. Mein Name ist Henry, tschüss und hoffentlich bis bald.